Die älteste Brücke Deutschlands wurde einfach von den Römern vor über 1870 Jahren gebaut. Und nicht nur, dass das Ding heute noch in Trier steht, die wird einfach als normale Brücke für Autos und Lastwagen genutzt. Die Fahrbahn ist natürlich neu und modern, aber die neuen Pfeiler sind aus dem Jahre 150 nach Christus und wurden von den Römern erbaut. Zwischenzeitlich wurde die Fahrbahn auch mal im Krieg gesprengt und danach wieder aufgebaut und dann wurde sie auch mal verbreitert. Sonst wird's ja irgendwann langweilig. Aber alle neuen Pfeiler sind immer noch, wie sie von den Römern gebaut wurden.